Ja, Hallöchen. Wunderschönen guten Abend. Heute bei mir, wie schon so oft, der liebe Oliver Spall. Ich denke, er ist schon sehr bekannt in meiner Community. Oliver Scholl, absoluter Hochkaräter, mega geile Erfahrung in Finanzierung. Und jetzt könnt ihr euch sehr darauf freuen. Eine spannende Stunde mit dem lieben Oliver. Die ersten 20 Minuten übertragen wir hier bei Facebook. Und dann hol jetzt gleich deinen Erfolgskongress. Und dann verpasst du gar nichts. Jetzt kannst du sagen, ja, Oliver, habe ich schon gehört. Ich weiß doch, was er sagt. Nein, du weißt es nicht. Weißt du warum? Weil in der Finanzierungswelt verändern sich die Dinge manchmal über Nacht. Ja, und darum solltest du jetzt dabei sein. Lieber Oliver, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Vielen Dank einmal mehr für deine Zeit. Danke, dass du auch als Experte dabei bist. Ja, leg einfach los. Hallo, lieber Ernst. Ich muss mir bedanken, dass ich bei dir dabei sein darf in dem Erfolgskongress. Und freue mich auf den Abend heute. Habe mich schon die ganze Zeit auf das Interview gefreut. Habe natürlich jetzt auf die vielen anderen Experten gespannt zugehorcht. Ist ja echt toll, was für breites Wissen da abgegeben worden ist. Und das ist echt gigantisch, was man da dazu lernen kann, ob es Gesundheit ist, ob es Mentaltraining ist oder ob es andere Dinge, Coaching sind. Also das ist wirklich sehr gut. Auch ein Thema finanzielle Möglichkeiten haben wir ja auch dann mit dem Frank dabei gehabt, wo man dann, obwohl ich ja 35 Jahre in der Branche bin, immer wieder was dazu lernen darf. Und das ist das Tolle. Ja, das ist ja auch mein Motto, jeden Tag ein Stückchen besser. Also von dem her, danke, dass du das ins Leben gerufen hast, das muss man auch sagen. Und ich habe das ja schon öfters mal gesagt, du bist wie ein Jungspund, ja, du gibst Gas ohne Ende. Da kann sich mancher Jüngere, kann sich da etwas abschneiden. Also dem Danke geht an dich zurück und das muss man wirklich auch mal ganz offen sagen. Das ist absolut toll, wie du das machst und was du für Herzblut hast. Wow, vielen Dank. Ich fühle mich jetzt gerade nochmal 20 Jahre jünger, lieber Oliver. Ja, danke für die Blumen. Ich gehe ab wie ein Jungspund. Weißt du, meine Devise ist, je älter ich werde, desto mehr Gas muss ich geben, weil ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit wie jemand, der viele Jahre jünger ist. Ja, und das habe ich auch vom lieben, ein guter Freund, Jack Bosch, der war ja letztes Jahr als Experte dabei. Und der hat mir als bester Tipp mitgegeben, Ernst, es gibt nur eines. The pedal to the metal, das Pedal zum Metall runter. Vollgas. Und wenn du was erreichen willst im Leben, so wie du ja auch, du bist ja auch ein Vollgas-Typ, ja, du bist ja auch nachts 1, 2 kommunizieren wir manchmal noch, ja, auch unter früh morgens, gut, das ist eher deine Zeit, meine weniger, aber durch den Kongress bin ich jetzt auch früh aufstehen mittlerweile. Also, gebt einfach Gas, für alle, die jetzt hier zuschauen, gebt einfach Gas und bewegt was und ja, dann verändert sich einfach komplett alles. Danke für deine Blumen, lieber Oliver. Du bist ja für mich bist du einfach der absolute Hammer-Typ, ja, und das muss ich wirklich sagen. Der liebe Oliver, der ist nicht nur Finanzier, er gehört auch zu den Top-Speakern, er war bei der Speaker-Ausbildung dabei, er war bei der Speaker-Cross dabei, er war beim Buchseminar dabei, hat ein geiles Buch geschrieben. Also Oliver gibt sowas von Vollgas. Und kennengelernt habe ich ihn auf einem anderen Event. Da kam er auf mich so, oh, hallo Ernst, schön, dass du da bist. Ich sage, sorry, ich kenne dich nicht. Ja. Das passiert mir ab und zu mal. Und ja, daraus kann ich ruhig sagen, es ist eine richtige Freundschaft entstanden. Also mega cool. Seine Kinder waren schon dabei, Schwiegersöhne waren dabei, seine Frau war schon in St. Moritz. So geil. Und ich habe ja zu dir gesagt, lieber Oliver, als du auf dem Schiff standst mit deiner ganzen Familie, kam mir das so vor wie Dallas damals oder Bonanza. Alle aufgereiht und der stolze Papa und wunderschön. Oliver, du hast alles richtig gemacht. Mega. Ja, danke. Meine Familie, jetzt kriege ich richtige Gänsehaut. Meine Familie ist mir das Wichtigste und ich habe das auch jetzt diesen Tagen mit meiner Frau auch schon besprochen oder ja, oft diskutiert. Ohne meine Frau, ohne meine Familie, die zu mir hält, ja, hätte ich das Ganze so nicht machen können. Es geht ja nicht nur um Finanzierung, sondern es sind ja viele Mindset-Themen dran, sind viele Schicksale sind ja auch da, wenn die Kunden kommen, nicht nur bei einer Neufinanzierung, auch bei bestehenden, wo viele mir Hilferuf suchen, wünschen, wie könnte man das gestalten, wie kann man das machen.
oft gäbe da auch viele Dinge preis, die jetzt nicht in monetäre Dinge münden, aber das ist halt meine Aufgabe, meine Vision, sage ich immer, dass ich Menschen, nachdem sie mit mir zusammengekommen sind, größer, dass sie größer rausgehen, wie sie reingekommen sind. Ja. Und da ist natürlich ganz, ganz große Anteil meiner Familie, weil du musst dir vorstellen, meine Frau hat zu mir halt da, also die Woche gesagt, hättest du das, wenn ich das nicht mitgemacht hätte, was hättest du dann gemacht, nach 35 Jahren, weil so die Männer sind ja historisch auch so der Jagd- und Triebzeit, Jäger und Sammler, die bringen das Geld oder das Essen home, so auch von der Struktur her. Das ist heute Gott sei Dank auch anders, als auch die Frau das sind, wenn ich das falsch verstehe. Aber ich meine nur, wenn man nach 35 Jahren, wir haben uns entschieden, meine Frau war daheim, hat nach den Kindern geschaut. Ich bin dann 35 haben wir entwickeln dürfen, habe, denke ich, einen sehr guten Job gehabt mit fast 10 Mitarbeitern, Immobiliencenter, habe alle selber rausgesucht, sage ich. Alle selber eingestellt, mit Personalabteilung zusammen. Aber dann wegzugehen nach 35 Jahren, wo dann viele sagen, oh, bist du mir ganz packe? Ja, du kennst doch, du hättest schon nur den goldenen Löffel glauben müssen, sie sagen es immer wieder, hat es auch nicht zu mir gesagt. Und viele verstehen das auch nicht, ja, heute noch nicht. Die sagen, oh, Olli, bist du eine Sekte? Ja, weil du da so, ja, die sehen das nicht, was ich den ganzen Tag mache, ja. Aber die, wo mich kennen, die, wo wir zusammenarbeiten, die, wo meine Kunden sind, die wissen, dass ich ja alles gebe. Und gerade in der jetzigen Phase, ja, ich muss mir echt ja sagen, das ist eine echte Herausforderung in einer Phase mit 0,9 oder 0,8% Zinsen auf 10 Jahre. Jetzt sind wir halt bei 4% oder haben wir 3,5%, aber es hat sich vervierfacht rund. Und somit sind halt dann diese Finanzierungsgespräche eher langfristig angelegt, ja, muss man die Leute ein bisschen abholen. Und das ist das Know-how, die Erfahrung, wo ich habe, die ist jetzt einfach gefragt. Nicht nur von mir, sondern von der ganzen Finanzierungswelt, die halt über Jahre hinweg das Thema spielen. Ich habe eine tolle Kollegen im Team von Baufinanz Südwest, die alle, wenn man das zusammenzählt, da sind ja, was ich sehe, da kommen ja, wie viele Jahre, 500 Jahre zusammen, ja. Erfahrungen, ich weiß nicht, ob es 500 Jahre sind, aber das habe ich gerade so überschlagen. Das ist das Wichtige, dass man den Leuten hilft und vielleicht auch mal sagt, nicht heute, nicht morgen, aber übermorgen müssen sie das trainieren, das ganze Ding. Ja, und das ist so, das steckt so in mir drin, ja, du hast ja einmal so das Herz, ich habe auch das Herz, ja. Und genau. Da geht es halt einfach darum, dass das Herz sprechen lesen lassen. Und ich denke, das spüren die Kunden auch, dass es nicht nur um das um den Dollar geht und um den Euro geht, sondern es geht auch wirklich um mehr. Natürlich, am Ende des Tages müssen wir alle oder dürfen wir alle Geld verdienen. Aber ich denke, wenn man in der Welt Mehrwert stiftet, dann ist es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das hast du sehr, 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 sehr schön gesagt. Und für alle, die jetzt hier zuschauen, sagt bitte niemand, ich bin schon zu alt. Ja? Jetzt überleg mal, Oliver war 53, wo er sich entschieden hat, in die Selbstständigkeit zu gehen, wo er sich entschieden hat, den sicheren Job, ja, zu verlassen. Und du hast völlig recht, dass auch deine Frau Manuela ist ein wundervoller, großartiger Mensch. Weil die meisten Frauen, die hätten sich so dagegen gesträubt, dass man sowas macht, die Sicherheit, die Familie in Gefahr bringen, ja. Nach dem Motto, Selbstständigkeit ist eine Gefahr, Selbstständigkeit ist spooky, ja. Und sie stand hinter dir, du hast den Mut gehabt. Und ich kann hier einfach nur jedem sehr, sehr, sehr ans Herz legen, hab auch du den Mut, ja. Geh in die Selbstständigkeit. Das haben wir ja am Sonntag haben wir das gehabt mit unserem Nelson Kremers. Da war übrigens der liebe Oliver Scholl als Top-Experte, war er auch auf dem Kongress von Nelson Kremers, weil er war auch bei der fünften Speaker-Cruise dabei. Also du siehst einfach, wenn du rausgehst in die Welt, was es für Energien gibt. Und auch der Nelson hat gesagt, geht in die Selbstständigkeit, weil sonst schafft ihr ein halbes Jahr nur für den Start. Wie bescheuert ist denn das? Ja, und das checken viele einfach nicht. Bist du aber selbstständig, hast du viel, viel mehr Spielraum. Und darum so geil, dass du diesen Weg gegangen bist, lieber. Ja, einfach diesen Mut zu haben. Und dann hat er sich auch Hilfe geholt, ja. Hat sich weitergebildet, ist zu mir ins Coaching gekommen, ist zu mir auf meine Seminare gekommen. Seminare. Was macht das mit dir? Das gibt dir ein neues Mindset. Das öffnet dich ganz einfach. Und genau um das geht es. Geh in die Selbstständigkeit.
sprich mit Oliver. Der hat so einen immensen Erfahrungsschatz, ja. Und Erfahrung ist nur durch noch mehr Erfahrung zu ersetzen. Lieber Oliver, warum bist du diesen Weg gegangen? Was hast du da für Ängste durchstanden? Was waren da für Zweifel? Was war das für eine Achterbahnfahrt? Ja, ich glaube, das kann nur meine Familie so richtig nachfühlen, weil es war dann wirklich so, dass ich bin schon immer ein Spätstarter gewesen, ja, so irgendwas, immer schon, egal ob es mit Frau, Familie oder auch dann Beruf, dass ich dann, ja, es hat sich auch immer entwickelt, ich habe immer ein bisschen gebraucht. Und so war es eigentlich auch mit der Selbstständigkeit. Ich habe vor fünf, sechs Jahren angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, war dann auch wieder auch schon Mentoren, die heute auch noch mich begleiten, an der Seite gehabt. Habe dann viele Ausbildungen gemacht, bin immer offen für Neues, bin immer in irgendwelche Fortbildungen rein und habe da immer denkt oder war mir immer bewusst, wenn ich nur eine Sache mitnehme, dann hat sich das schon gelohnt. Und so war dann vor 5 Jahren der Start, wo ich dann gemerkt habe, oh, da steckt noch mehr in mir drin, da ist noch mehr, wo ich in die Welt bringen möchte. Und ich habe dann viele, viele Ausbildungen gemacht, viel ausprobiert. Ja, viele haben zu mir gesagt, ich habe zum Beispiel auch eine Lerncoaching-Ausbildung gemacht, ja, so eine Art Gedächtnistrainer. Viele haben dann gesagt, oh, das brauchst du nicht. Aber ich sage ganz in dem heutigen Job auch, wenn ich jetzt zum Beispiel viele Dinge jetzt auch im Vertrieb merken will, da gibt es ja wirklich, aber mittlerweile durch den Mentor, wo ich da habe, auch 100, über 100 digitale Briefkästen, 1000 digitale Briefkästen mir gemerkt. Und da kannst du viele Dinge abspeichern, viel Wissen abspeichern, viele Namen, ja, wo ich dann früher auch ein bisschen das Thema gehabt habe. Und da kriegst du halt Techniken mit auf der Hand, wo du dann auch in deinem Alltag mit integrieren kannst. Und ich finde immer, das Wichtige ist, das miteinander zu koppeln. Ja, das ist ja dann auch das Thema. Ich habe dann das Mentalitätstrainer-Ausbildung gemacht. Ja, oder dann auch mal 2, 3 Speaker-Ausbildung woanders, bei dir. Jetzt könnte man sagen, aber mach halt, geh zum Ernst, ich habe das ja schon gemacht. Aber irgendwo nimmst du immer wieder was mit. Und das ist so, hat es dann angefangen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, Mensch, eigentlich will ich so nebenher was machen. Ich habe dann einen Nebenjob einmal schon aufgenommen, es war ein anderer Bereich. Habe aber gemerkt, mein Herzensthema ist das Thema Finanzierung, das Thema Immobilienträume für den Kunden näher zu bringen oder auch andere Themen zum Finanzieren. Denn bei mir war halt das Thema, entweder gehe all in, nur nebenher habe ich es nicht machen können, weil sonst war ich halt Konkurrent zu meinem eigenen Arbeitgeber. Und da bin ich einfach zu ehrlich, das mache ich nicht, das wissen die auch, das war ich dann von vornherein, dass ich dann gesagt habe, entweder mache ich das ohne oder das andere. Und dann bin ich irgendwann all in gegangen und habe dann ja mich auf den Weg gemacht. Der Weg geht weiter, das ist nicht so, dass es jetzt morgen vorbei ist. Und ich sage mal, ein halbes Jahr schon noch keine Zeit, jetzt geht es richtig erst los. Und jeden Tag ergibt sich neue Dinge, rufen mir, muss echt sagen, viele Kunden auch an, viele ehemalige Kunden, auch neue Kunden, wo mich dann sehen, wo einfach Interesse haben, sich von mir helfen zu lassen. Wow, super, 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 super cool, ja. Auch alle, die jetzt hier zuschauen, auch du hast eine Expertise, auch du bist in irgendeinem Gebiet Experte. Und wie ist das für dich, selbstständig zu sein? Ist das nicht geil, keinen Chef mehr über sich zu haben? Ja, doch, ich habe noch eine Chefin über mir. Wow. Ja. Nee, alles gut. Wir verstehen es gut. Wir haben, muss man echt sagen, haben mehr Zeit. Wir haben ja noch zwei kleine Hunde. Wir können da spazieren gehen. Ja, und das ist dann auch nicht, mir macht das scharfe Spaß. Und ich bin ja oft dann, wie du gesagt hast, mal, wenn ich mal in meinem PC hocke und dann kann es sein, es wird mal bis 2 nachts. Oder wenn ich sonntags arbeite, dafür kann ich halt mal Montagmorgen um 10 Uhr mal mit Hund spazieren laufen. Oder wenn halt dann, sagen wir mal, nicht so viel los ist, dann, oder halt die Zeit oder anders sind, oder wir haben Abendtermine wie es heute, dann kann ich das einrichten, wie ich will. Und also, ich genieße das. Ich genieße das wirklich auch mein Haus, meine Terrasse. Das ist dann auch für mich eine richtige Wohlfühloase, wo ich wirklich Kraft tanken kann. Wo ich im Eingang sage, Power oder halt Vollgas geben. Wobei ich sage, das ist wieder eine kleine Einschränkung. Das ist wie beim Motor, da muss er einmal wieder zur Ruhe kommen. Und so ist es auch so, das Powernapping, das ist für mich auch ein wichtiges Bestandteil, dass man mal runterfährt und dann wieder hochgeht. Also das habe ich alles in Persönlichkeitsentwicklung, in solche Gespräche auch mit dir und anderen gelernt. Auch achtsam dir gegenüber selber zu sein, weil ich sage immer, nur wenn dir es gut geht, ja, dann geht es auch deiner Familie, deinen anderen gut. Also
ich darf halt die wichtigste Person in meinem Leben auch sein. Ja. Und das ist nicht egoistisch gesehen, sondern das ist wie beim Flugzeug. Das habe ich oft damals so zu meinen Kollegen gesagt. Das ist, wenn wir halt dann diese Sauerstoffmaske runterkommen, wem gibst du es zuerst, deine Kinder oder dir selber? Ja, und da musst du es auch dir selber nehmen, geben, damit du den anderen dann helfen kannst. Ja. Und das ist nicht egoistisch, sondern das ist einfach sogar das Gegenteil, weil man hilft dann wirklich alle. Und so ist es in meinem Alltag, ja. Ich gucke da schon auch nach mir, damit ich auch insgesamt nach meiner ganzen Familie und meine Freunde und auch meine Geschäftspartner gucken kann. Sehr, sehr gut. Du hast es ja angesprochen. Powernapping. Powernapping ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich mache das mehrmals am Tag, ja. Fragen immer Leute wieder, ebenso hast du so viel Energie? Ganz einfach, weil ich immer wieder dann Stecker rausziehe, weil ich mich hinlege, weil ich schlafe, 4 Stunden, 10 Minuten und danach bin ich wieder boah, voll da. Das heißt, ich habe keine Tiefs, ich quäl mich nicht, was so schlecht ist für den Körper, dann lege mich einfach hin. Und jetzt gibt es viele, die sagen, ich habe keine Zeit dazu, bist du wahnsinnig, deine Leistungskurve geht immer mehr nach unten, mach ein Powernap in dieser Viertelstunde, die holst du so schnell wieder ein, weil du länger, schneller arbeiten kannst, ja, weil du mehr Energie hast. Und ich finde das sehr, sehr, sehr schön, dass du das auch umsetzt. Und Selbstständigkeit, das ist die allergrößte Lebensform, die du haben kannst. Für alle, die hier zuschauen, zuhören, nimm dir jetzt einfach den lieben Oliver als Beispiel. Er ist 35 Jahre bei der Sparkasse. Er hätte nur noch 10 Jahre machen müssen und alles wäre gut gewesen. Nein, macht das Abenteuer Selbstständigkeit. Ich bin jetzt 46 Jahre selbstständig, ja. Weißt du, wie schön das ist? Das ist das Geilste, was man nur haben kann. Egal wie alt du bist, ja. Und du warst ja auch schon bei mir auf dem Seminar. Das ist jetzt wieder Anfang Juni. Nutz die Chance. Komm zum Seminar Selbstständigkeit und Unternehmertum. Da zeige ich dir, wie das geht, wie du schnell vorankommst, ja. Und das zweite Seminar ist, neue Wege, Geld zu verdienen. Das ist genau da, wo wir heute drinstecken. Ja? Inflation geht ab durch die Decke. Alles ist so teuer geworden. Gehälter werden oft nicht mehr. Und jetzt kommt einfach der entscheidende Punkt. Jetzt musst du den Hebel umdrehen, dass du mehr Einnahmen hast. Viel, viel mehr als die Inflation. Wie wirkt sich das aus auf dein Business? Meine Selbstständigkeit oder mein... Diese Inflation, diese Krise, du hast ja immer noch die 0% Finanzierung oder 1% Finanzierung, wo andere sagen, ja, zu 4-5% geht es nicht. Du bist einfach ein Meister. Wie machst du das? Wie kriegst du das hin? Wie geht's dir damit? Ja gut, im Prinzip ist ja so, wenn man gar nicht so viel jetzt ans Geld denkt, sondern an den Mehrwert, was man der Kunde geben kann, dann geht es automatisch, ja, wenn man dann zum Beispiel diese L-Bank-Finanzierung, wo ich schon einiges gemacht habe und die Leute dann wirklich dankbar sind, ja, wenn man halt, ich habe halt schon zu viele gesagt, sie können selber an das Landratsamt abgeben, sie können selber das weitergeben, wobei ich merke, selbst Baufi-Kollege von mir, dass, wenn man das Programm nicht hat oder wenn man die Erfahrung nicht hat, oft sind es so Kleinigkeiten und wenn man halt dann den Mehrwert hat, dann fließt das Geld ja automatisch, ja, dann sind die Leute glücklich, zufrieden. Und das ist meine Einstellung, nicht nur nach Berater, nach dem Geld zu gucken, sondern das andere kommt automatisch. Ich denke einfach, wenn man Mehrwert bietet, dann fließt auch das Geld und dann geht's dann glücklicher oder geht's mal besser. Und so ist das Thema Inflation. Und da kann ich, wenn ich so sehe, was ich da letzter Zeit auch mit Gesprächen geführt habe, dann ist mir das nicht bange, auch in der jetzigen Zeit, dass ich dann so diese, gerade im öffentlichen Dienst war, ja, da hätte ich jetzt auch 10%ige Lohnsteigerung kennt, glaube ich, oder 8%, ich habe es gar nicht genau verfolgt. Aber das ist ja auch dann, wenn man es ganz ehrlich sieht, ja auch nur ein Tropfen auf der heißen Stor. Wenn man so sieht, wie das jetzt ist, eine Lohnpreisspirale, wie geht es da noch weiter? Bin ich echt mal gespannt. Und da habe ich es halt selber in der Hände. Ja. Wenn ich nichts schaffen will und sage, ich will jetzt dann, ja, ist immer Disziplin gefragt und denke, solche Dinge bringen die halt auch weiter, was von der Fortbildung her, von den Techniken, wo man auch hat, um sich selber zu führen, natürlich zu führen, ja, selber auch so zu wieder zu gucken, wo bist du? Wo, also klar, wir haben jetzt halt relativ viel, nicht viel über Finanzierung geredet, aber es hat viel zu tun, wie da innere Einstellung ist. Ich sage immer, wie du dich innen fühlst, so gehst du auch nach außen. Wenn du ein Negativdenker bist, wenn du immer nur die Probleme siehst,
Oder siehst du auch mal die Chance? Und ich bin ja eher ein Chancendenker und nicht ein Problemdenker. Und dann kommt das andere automatisch, bin ich felsenfest überzeugt. Und so war es auch bei mir. Ich habe am Anfang, ich weiß noch ganz viele, da kann man ja Leads kaufen, viele Kunden, die da auch im Internet ja irgendwo auf Portale irgendwelche Immobilien kaufen. Und dann kann man ein Gespräch mit denen kommen. Und dann war ich da ganz verbissen, ja, weil ich bin schon ein sehr disziplinierter Mensch, möchte auch viele Leute auch begeistern. Aber ich merke dann immer wieder, wenn ich dann ein bisschen losgelassen habe, dann ist es eher sogar besser geworden, weil dann die Ruhe und die Leute dann durch meine Aktivitäten auf Social Media oder auch dann in der örtlichen Presse aufmerksam auf mich geworden sind. Und dann merkt der Mensch, die kommen automatisch schon zu mir. Und das ist ja ein großer Vorteil, dass manchmal auch mal Ruhe wichtig ist und nicht zu hektisch zu werden. Das ist ja auch in der jetzigen Zeit, ja, wenn man so sieht, wie die Leute hektisch werden, so da Thema Heizungsaustausch, ja, das ist ja auch ein Thema, wo die Immobilienbranche ist gerade momentan heiß diskutiert wird. Das ist ja ähnlich wie bei, gut, ich will jetzt nicht das Thema Corona diskutieren, aber man rennt halt irgendwo hinterher, weil jeder Angst hat, dass man kann nächstes Jahr kriegt man keine Heizung mehr und muss eine erneuerbare Energie reinmachen. Und jetzt seht ihr, das ist ein Bekannter von mir, ein Schulkamerad, der ist Heizungsbauer, der sich da noch nie so viele Heizkessel ausgetauscht wie jetzt, mit Öl. Und nur weil die Leute Angst haben, die dürfen nächstes Jahr nicht mehr austauschen, da geht kaputt und müssen noch auf Geld investieren. Die Angst, ich habe meine Heizung schon 20 Jahre, ich lasse mich da nicht durcheinander bringen. Das sollte mir erst auch noch mal sagen, dass ich meine Heizung austauschen muss. Also, und das mache ich mit Angst, die will ich nicht haben und ich will ja meine Kunden nicht weitervermitteln, sondern die innere Ruhe und Möglichkeiten schaffen und auch in der Finanzierung, sagen wir mal, nachts ruhig schlafen Finanzierung, das sage ich immer, auf den Weg zu bringen, so dass man, sagen wir, den Punkt, wo ich der Fachmann bin, dass die Leute dann wirklich sagen können, okay, den kann ich wirklich abseits legen und kann mich konzentrieren auf mein Business, auf meine Familie oder auf andere Dinge, wo Spaß machen. Sehr, 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 sehr schön gesagt. Genau um das geht es. So, die ersten 20 Minuten sind rum. Wir werden jetzt Facebook abklemmen. Cool, dass ihr dabei wart. Bitte teilt es einfach für alle, die Kredit brauchen, für alle, die gerne ein Haus finanzieren möchten oder eine Photovoltaikanlage oder. Bitte keine Finanzierung, ohne vorher den lieben Oliver Scholl gefragt zu haben, weil das macht wirklich einen Unterschied aus. Und für mich bist du ein wahrer Zauberer. Du zauberst manchmal Sachen hin, wo die anderen schon lange gesagt haben, mach mal nicht. In diesem Sinne, holt euch das Kongresspaket, weil jetzt gibt es nochmal weitere 40 spannende Minuten. Tschüss, bye bye. Ja, super, dass du die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür. Und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden. Jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen und hören von mir und spannende Interviewpartner, abonniere jetzt gleich den Podcast, dass du keinen einzigen mehr verpasst. Danke dir für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere den Ernst Kramer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele weitere wertvolle Inputs rund um dein Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Den Link findest du wie immer unten in der Shownote. Abonniere den Erfolgsnewsletter, damit du gar nichts mehr verpasst. Sehr, dass du dabei warst. Freue mich, dich wieder dabei zu haben. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krameri.